Könnt ihr mir nichts sagen? Hört ihr mir nicht? Wer ist dieser Meister? Warum hat er euch hier, warum hat er euch das hier angetan? Meister, ihr habt mich aus Freundlichkeit hier hineingetan. Aber ihr habt mich vergessen. Bin ich einfach zu eurem Gedächtnis entflutscht? Meister, bitte erhört mich. Dieser Meister hat euch gefangen in einer Flasche zurückgelassen. Was für eine Person würde denn so etwas tun? Ihr könnt das, was schon geschehen ist, nicht wieder gut machen, aber sicherlich sind eure magischen Fähigkeiten größer geworden, Meister. Ihr habt euch einmal um mich gekümmert. Lasst mich bei eurer Suche helfen. Vergesst mich hier nicht für immer, bitte. Ihr seid eine arme Kreatur, aber ich kann nichts für euch tun. Warum habt ihr vergessen? Dies ist keine Gnade, Meister. Bitte verlasst mich nicht. Ah, Glas und Gedanken für alle Ewigkeit. Schmerz und Einsamkeit als Schicksal. Ich würde es hassen, wenn man mich in einer Flasche vergäße. Es hängt natürlich ein bisschen von der Flasche ab, aber irgendetwas aber insgesamt wäre es dennoch nicht schön. Es wäre einfach ungerecht. Warum, Meister? Ich möchte nur noch einmal eure Stimme hören. Warum, warum? Jo. Dann haben wir den Kanister hier. Ja, das Licht. Jahre der Qual, Jahre des Brenns. Mein Meister, ich flehe euch an. Ich bin nicht euer Meister. Wie kommt es, dass ihr hier eingesperrt seid? Ja, ich bin es. Was könnt ihr mir über diesen Ort sagen? Ich habe keine Bedürfnis mehr, ja. Warum seid ihr eingesperrt? Es verbrennt mich. Meine Haut steht in Flammen von dem Gekrieche der Ameisen. Und bitte, Meister, rettet mich. Ich bin nicht wie euer Djinn, zusammengekaut in einer Flasche für A. Was verbrennt euch? Und wer ist dieser Djinn, von dem ihr sprecht? Bitte, Meister, die Ameisen. Hat euer Djinn nichts, was mir helfen könnte? A. Ich werde die Statue nehmen und selber mit ihm sprechen, wenn ihr mich nur lassen würdet. Wo kann ich die Statue finden und wer ist dieser Djinn? Ich befürchte, dass ihr mich in eurem Wahn nicht einmal hören könnt. Stimmt das? Hört ihr mich? Wer ist dieser Djinn? Bitte gebt mir die Statue, Meister. Ah, der Schmerz kriecht über meine Haut. Helft mir, Meister. Der Djinn muss doch Magie beherrschen. Irgendwas können. Und bitte diese Schmerzen. Ah. Euer langes Leid hat euch in den Wahnsinn getrieben. Ich verstehe. Ich wünsche, es gäbe etwas, was ich tun könnte. Ah, das Brennen. Ja. Also drei sind schon mal jenseits von Gut und Böse. Oder jenseits von aller Rettung. Bleibt nur noch dieser hier. Meister, ihr müsst euch sputen. Der Gefangene wird bald zusammenbrechen und ihr werdet die Antworten erhalten, die ihr sucht. Nein, Meister, ich habe dem Golem nicht befohlen, die Zellen zu öffnen. Er hat keinen Schlüssel. Ich bitte euch um Vergebung, Meister, aber ihr habt den Zellenschlüssel nicht auf dem Tisch im Zimmer des Gefängniswärters liegen gelassen. Habt ihr den Zellenschlüssel nicht liegen gelassen? Danke, Meister, ich werde ins Gefängnis zurückkehren. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Gehen wir mal kurz in die Optionen. Rückmeldungen. Automatische Pause. Ich kann das hier nirgends einstellen, wie oft sich die melden sollen. Weil langsam wird es mir doch etwas zu viel. Naja, egal. Fragt, was immer ihr wünscht. Gut, wir verkriechen uns jetzt hier in die hinterste Ecke. Machen ein Quicksave. Und drücken die Rasttaste. Ich kenne diesen Raum. Ich war schon mal hier. Wir beide. In diesem Becken da sind Wesen. Das waren mal Menschen. Ich kenne diesen Raum. Ich war schon mal hier. Wir beide, ja. In diesem Becken, das sind Wesen. Das waren mal Menschen. Was für ein Monster ist dieser Kerl? Es gelingt ihm, uns wie Kinder einzufangen. Er tötet, wenn er will. Und das, da könnten auch wir sein, diese Glasdingern. Wir werden ihn schnappen, immerhin. Er wird für all das bezahlen. Hört auf zu winseln, wir sind frei. Ich bin mir sicher, dass wir ihn ziemlich bald finden werden. Ich möchte herausbekommen, was er mit mir vorhat. Er wird für alles bezahlen. Wenigstens nicht einmal, wo wir uns befinden und mein Kopf schmerzt immer noch. Er sagte etwas über großes Potenzial. Er sagte so etwas wie, die Kraft in euch entfalten, damit er sie nutzen könne. Aber wenn das bedeutet, an diesem schrecklichen Ding teilzuhaben, ich mag diesen Ort nicht, können wir gehen? Ja, kennt mein Kerkermeister einen Weg.
Kennt mein Kerkermeister einen Weg, wie ich an Macht gewinnen könnte? Immerhin hat etwas Seltsames erwähnt. Unser Kerkermeister verfügt offensichtlich über Erkenntnisse bezüglich meines Status als Kind Bals. Offensichtlich hat er eine Möglichkeit erwähnt, wie ich auf diese Kräfte zurückgreifen könnte. Im Moment ist es mir nicht möglich, ihn darüber zu befragen, aber ich werde es mir für später merken. Und ja, was ich ganz vergessen habe, ich habe hier ja noch meine drei Fähigkeiten. Ich warte. Ja, bereiter Zauber. Ja. Sprecht frei heraus. Gegenstand benutzen. Ihr zeigt mir die wohin. Ja. Und der Natur ist bereit. Gut. Ich warte, wenn ihr es wollt. Okay, okay. Sie hat auch Fähigkeiten. Ach ja, Falle stellen. Ich warte das ist auf euren Befehl. Und sie kann sich verwandeln. Schwerter statt Wörter. Und Minz kann toben, ja, halt seinen Berserker-Rausch einsetzen. Gut. Würde ich sagen, gucken wir uns noch ein bisschen um. Bevor ich dann meinen Cut mache. Speichern wir erstmal wieder. Hier oben waren wir nämlich noch nicht ganz fertig. Es gibt nämlich da auf jeden Fall noch eine Türe. Und hier ist nur ein Rundgang, okay. So, noch eine Türe. Kommt jetzt in einer Bibliothek. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Und ein Rauchbefehl, der wieder unsichtbar ist. Das macht Spaß. Was, Bo? Meine Kinder okay, alle auch den Rauchbefehl. Das sollte nicht sein. Ja, ein Fehlschlag bei Minsk. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Und der letzte stirbt. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich muss zugeben, ihr habt wirklich Mut, an einem Ort wie diesem zu schlafen. Wäret ihr nicht hier, ich wäre schon längst schreiend davongelaufen. Ja, irgendwas ist gerade ein bisschen verbuggt mit den Texten. Weil das sollte eigentlich kommen, nachdem ich geschlafen habe. Wir müssen rasten, wenn wir eine Chance haben wollten. Wir mussten die Chance nutzen. Es ist einigermaßen sicher. Niemand hat sich ernstlich Notiz von unserer Flucht genommen. Ich weiß, was ihr meint. Dieser Ort beunruhigt mich auch. Wirklich? Dann fühle ich mich jetzt besser. Ich bemerkte, dass ich damit nicht so gut zurechtkomme wie ihr. Wegen Gorion sind wir uns ähnlich, aber ich bevorzuge es, im Hintergrund zu bleiben. Erinnert ihr euch an Einzelheiten über ihn? Meine Gedanken sind noch so verwirrt. Vielleicht, obwohl ich mich erinnern kann, dass ihr nicht zögert, euch wenn nötig in den Vordergrund zu stellen. Das sagt eure Vorliebe sein. Ich bevorzuge es zu führen. Da wir gerade beim Thema sind, wir sollten weitergehen. Ne, fragen wir mal über Gorion. Er war ein großer Magier und angeblich auch ein großer Abenteurer. Das ist schon lustig. Wir lebten Jahre mit ihm zusammen. Trotzdem scheint ihn Yahira besser zu kennen. So ein Blödsinn, er war jedem gegenüber so geheimnistuerisch. Wir hatten wohl nur ähnliche Ziele. Ich glaube, er war ein großer Freund der Hafner. Er erhielt sogar einmal Besuch von Kelben Schwarzstab, ein mächtiger Magier. Er hat zu Gorion wie zu seinem Ebenbürtigen gesprochen. Ja, mit Kelben Schwarzstab haben wir jetzt den dritten im Bunde. Wir haben ja im ersten Teil neben Gorion noch El Minster, den Weißen, kennengelernt. Einen der größten Zauberer der Welt. Und Kelm Schwarzstab ist da ein weiterer sehr großer Zauberer. Und es gibt da noch einen dritten, der mir einfach nicht einfallen will. Ich wünsche, wir könnten die Tage zurückholen, die vor diesem Trubel und den Sorgen lagen. Bevor ich lernte zu... Mein Gott, wir haben so viel gesehen, Kerzenburg wird jetzt so klein. Ja, aber für mich war es schon immer klein. Es war meine Heimat, aber ich bin ihr entwachsen. Nachdem Gorion weg war, gab es keinen Grund mehr, dorthin zurückzukehren. Ihr müsst letztendlich weiterziehen, da wir gerade davon reden, auch wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Ich bin ihr entwachsen. Komische Sache, es ist mir schwer gefallen zu gehen, aber ich konnte euch ja nicht auf eigene Faust losziehen lassen, oder? Nachdem Gorion starb, brauchtet ihr alle Hilfe, die ihr bekommen konntet.
Nicht, dass ich momentan eine große Hilfe wäre. Mein Kopf schmerzt noch immer und ich bilde mir komische Sachen ein. Es gibt so viel Tod um mich herum, überall. Er steckt in allen, sogar in mir. Ihr wisst, dass wir nicht einfach von hier wegspazieren können. Der Kerl, der uns gefangen nahm. Er weiß über uns Bescheid. Er sagte, dass über etwas über ein gewaltiges Potenzial, über etwas über eine große Kraft. Talisa, bitte sagt, dass wir nicht mehr zurückblicken. Es ist mir egal, ob er die Macht entfachen kann, dann den Zugang zum blablabla Avatar-Krempel bekommt. Oder was auch immer. Wir müssen all diesen Tod entfliehen. Ich habe nicht die Absicht zurückzublicken. Unser Gastgeber hat seine schlechten Absichten bewiesen. Wenn es nur mich betreffe, würde ich vielleicht wissen wollen, was er will, aber ich kann nicht verantworten, dass euch weiter Leid angetan wird. Falls er etwas entdeckt hat, das mir nützlich sein kann, kann ich ihn vielleicht dazu ermutigen, es herauszurücken. Er hat die schlechten Absichten besiegen. Es bedeutet mir viel, das zu hören. Ich kann diese Schatten schon nicht mehr ausstehen. Ja, eigentlich hatte ich gehofft, dass der Bibliothekstext hier triggert. Und ja, noch ein Weg zur Kanalisation. Das ist jetzt schon der dritte. Gehen wir mal Minsk die beiden Waffen und die da doch. Dass wir immerhin hier mal verstanden in der Bibliothek rumsuchen lassen können. Da liegt zum Beispiel ein Heiltrank. Hier sind sehr viele Bücher, die wir nicht brauchen. Ein Geschwindigkeitsöl, das ist doch was für immerhin. So. Ah, noch ein Mephit. Die Augenbo kratzt ihnen die Augen. Nächstes Mal. Aus. Ach, oh. Schön. Okay, immerhin kommt gerade nicht raus. Hat das etwa wehgetan? Ich war. Euer Wunsch ist mein. Ja. Ja, das hat immerhin wehgetan. Hi, du war immerhin. So. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Ist was los? Einverstanden. Und ja, die. Haben eine Identifizierungsschriftrolle dabei. Sehr schön. Und jede Menge Pfeile. Nebenbei Pfeile. So. Hi. Goblin ist Zeit tot. Aufzubrechen. Wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Dann starten wir uns mal den Rest. Oh, verdammt viele Heiltränke. So, ja, hier nimmt die restlichen. Dann gebe ich mal paar Edelsteine zu Yahira. Dass ihr wohl mehr auch noch mehr Platz ich hat. Warte. Was möchtet ihr? Ja. Erzählt mir mehr davon. Oh, das hier erinnert mich so sehr an Kerzenburg. Überall staubige, dicke alte Wälzer. Bücherregale, die fast überquellen. Es ist, als wären wir nie fortgegangen. Und ja, so konnte ich das, was hier eigentlich auftauchen sollte, triggern können. Irgendwie hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Aber wir sind weggegangen, nicht? Talisa, ich will wieder zurück nach Hause. Es ist mir egal, wo es ist, solange ich es nur bei zu Hause nennen kann. Ja. Emoin hat nichts zu sagen. Minsk hat nichts zu sagen. Ja, hier hat nichts zu sagen. Keine große Herausforderung. Gut. Das heißt, ich speichere jetzt hier erstmal. LP 001.
Und macht dabei meinen ersten Cut für dieses Projekt. Ich hoffe, die Baldur's Gate Friends freuen sich darauf, dass es jetzt endlich weitergeht mit Baldur's Gate 2. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Also, bis dann.